Hallo Leute, hier ist Bitty, euer Bitcoin-Trading-Informant und hier ist euer tägliches 5-Minuten-Turbo-Update für Bitcoin. Wir haben heute den 30. Oktober, kurz vor Halloween und es geht ab, hier ist eure Analyse. Also, los geht's. Und wir starten wie immer mit TradingView, das seht ihr schon, auf den Tag gesehen, kaufen, Bitcoin kaufen, die 4 Stunden stark kaufen. 2 Stunden kaufen und die Stunde, die ist neutral, aber auch die Moving Averages sagen uns hier, ja, wir sollten Bitcoin kaufen. Jetzt ein bisschen tiefer rein, schauen wir uns CoinMarketCap mal an und da seht ihr schon, Bitcoin geht momentan wieder ein bisschen hoch. 1,16% im Plus Bitcoin momentan, in der Woche 0,04, also ihr seht schon, die Woche geht richtig seitwärts. Ethereum geht nur ein bisschen hoch mit 0,07%, James Bond ist hier, aber in der Woche mit 6,69 geht Ethereum besser hoch als Bitcoin. Der Binance Coin geht auch besser hoch als Bitcoin. Dafür geht aber Cardano ein bisschen runter, Solana geht ein bisschen runter, XRP geht ein bisschen runter. Hier, Polkadot geht ein bisschen hoch, aber in der Woche auch runter. Shiba Inu hat nun den Dogecoin sogar überholt mit dem Market Cap. Schaut euch das mal an. Und geht auch am Tag ein bisschen runter, aber die Woche ist natürlich der absolute Wahnsinn. Ich habe gestern ein Video rausgelassen von Shiba Inu. Schaut euch das Video bitte an, schreibt mir eure Meinung dazu, würde mich sehr interessieren, was ihr davon haltet. Jetzt aber weiter zu Bitcoin. Bitcoin, die Dominanz fällt weiterhin und das bedeutet natürlich, Altcoins gehen ein bisschen besser zu traden als Bitcoin. Ihr seht schon, 47% hatten wir die Dominanz jetzt runter. Der Boden ist hier unten irgendwo bei 43, 87 und wir sind aber momentan bei 44. Also ein bisschen Luft noch nach unten. Es ist besser momentan, wenn es nach unten geht, Altcoins zu traden als Bitcoin. Das ist mal logisch. Jetzt aber schön mal rein. Hier ist die Analyse. Leute, das ist der Tageschart. Was passiert hier eigentlich? Wir haben hier so ein Falling Wedge und konnten mit der gestrigen Kerze dieses Falling Wedge nach oben hin durchbrechen. Das heißt, das ist eigentlich was Gutes, was Positives. Wir hatten den Ausbruch nach oben, testen jetzt, kann man wieder ein bisschen runter, testen jetzt wieder dieses Falling Wedge an und ich gehe davon aus, dass wir mit diesem Antesten dann weiterhin so nach oben weitergehen könnten. Das wäre jetzt mal die bullische Variante und durchaus möglich. Sollten wir wieder da reinbrechen in dieses Falling Wedge, Leute, könnte es natürlich auch sein, dass wir dann diese Linie hier so zeichnen müssen und wir dann weiterhin hier nach unten so weitergehen. Das wäre natürlich auch möglich. Wenn wir uns ganz kurz jetzt mal gemeinsam vielleicht eines anschauen, das ist diese Elliott Wave Theorie. Wir haben noch ein paar Sekunden Zeit. Ich zeige es euch ganz schnell für alle, die es noch nicht kennen, meine Elliott Wave Theorie. Und die würde hier dann so ausschauen, Leute. Und zwar mit einer 5, lasst mir das mal kurz raussuchen, wo ist das hier denn eigentlich? Ah, da ist es eh schon. Mit einer 5-Wellenbewegung nach oben könnte die Situation so aussehen mit 1, 2, 3, 4 und dann 5 nach oben. Das wäre so in etwa das, was es sein könnte, Leute. Das würde heißen, wir würden jetzt in der Welle 3 bis 4 sein, Richtung 4 runtergehen, wo auch immer wir den Punkt hier bauen, das kann kein Mensch sagen, aber dann der nächste nach oben. Das wäre eine Möglichkeit, Leute. Also auf das schaue ich jetzt momentan ein bisschen, dass wir vielleicht jetzt gerade runtergehen, Welle 4, und dann auf den höchsten Punkt nach 5 oben ein neues Allzeithoch bilden würden. Wäre eine Möglichkeit. Aber, wie gesagt, wir sind in dem Rising Wedge. Momentan sind wir ja durchbrochen hier nach oben. Das habe ich euch ja gesagt. Testen das gerade hier nach unten wieder an. So sieht es eigentlich aus. Und momentan ist eher die bullische Variante davon auszugehen als diese bearische. Aber da schauen wir jetzt mal drauf. Leute, wir gehen ein bisschen tiefer rein. Hier ist der Stundenchart. Im Stundenchart haben wir unser Fibonacci, das Retracement von hier oben nach hier unten zum tiefsten Punkt. Und was seht ihr da? Wo kämpfen wir gerade wieder? Ja, hier in dem Bereich kämpfen wir gerade wieder. Hier, das seht ihr schon, das ist die Fibonacci 0.382 bei 61.300. Riesengroßer Support hier und der hält momentan. Das ist wichtig, Support hält und ich hoffe, dass wir hier wieder weiterhin nach oben gehen können, Leute. Wir hatten hier ja schöne Spikes nach oben. Hier schon einen schönen Kampf mit der 0.5 Fibonacci bei 62.3. Aber den haben wir verloren. Und falls ihr euch erinnern könnt, gestern habe ich euch auch gesagt, Leute, Achtung, wir haben bei 63.000 circa einen Resistance Point. Schaut euch diesen Spike an, den wir gestern gebaut haben, nach oben. Schaut euch den mal an. Wo ist denn der hingegangen? 62.970. Perfekt auf unseren Resistance Point. Schaut euch das Video von gestern an, ihr werdet sehen. Da war meine Warnung schon draußen. Achtung, da oben ist ein großer Widerstand. Also, ja, wir haben den großen Widerstand da oben erreicht. Jetzt wieder nach unten Luft holen. Was heißt das jetzt für den Tageschart? Ah, für den Stundenchart. Was können wir hier erwarten? Meiner Meinung nach könnten wir hier Folgendes erwarten. Etwas so wie das hier vielleicht. Wir sind hier vielleicht in diesem kleinen Aufwärtskanal drinnen und jetzt hier die große Frage, brechen wir da unten wieder durch oder können wir da schön nach oben hin weitergehen? Ich nenne diese Kerze, diesen Docht mal einen False Breakout oder ein Trap hier, was auch immer, oder ein Stop-Loss-Hunting. Ich nehme sie mal nicht so ernst.
dann würde es bedeuten, wir sind hier in einem schönen Aufwärtskanal drinnen und da ist jetzt die große Frage. Frage, bleiben wir über dieser 61,3, bleiben wir hier über diesen Support oder brechen wir dann nach unten durch? Wenn wir nach unten durchbrechen, haben wir böse Ziele, habe ich euch schon gezeigt. Nächstes, was wir drauf schauen müssen, natürlich die Fibonacci bei 60.000, riesengroßer Support, brauchen wir nicht drum herum reden, 60.000 großer Support. Und dann natürlich unser letztes Tief hier unten, 57.800, das wisst ihr auch schon. Schauen wir noch rein ganz kurz in den Barchart. Die 5 Minuten sind heute schon wieder um. Aber was sagt uns der Barchart? Wo ist der nächste Support, den wir erwarten können? Hier, 60.800. Den zeichnen wir uns jetzt mal schnell ein. Wo ist die 60,8? Das ist der nächste große Support. Und da sind wir circa hier mit dieser Linie. Also Leute, merkt euch diese Linie. Support, das ist unser Pivot-Support, unser Pivot-1-Support hier nach unten. Sollten wir nach oben hindurch ausbrechen, haben wir natürlich auch schöne Ziele. Wäre ja möglich. Die 0,5 Fibonacci bei 62,3, 63,4 nächste Fibonacci und da oben ist die 65.000. Und wenn wir uns den Barchart nochmal anschauen und hier nach oben gehen, ist der First Resistance Point hier momentan bei 63,470. Auch den machen wir jetzt ganz schnell hier. 63,470, schaut euch das an. Das ist genau diese Linie. Das wäre unser nächstes Ziel jetzt, wenn wir hier nach oben gehen könnten. Also, nächster Widerstand nach oben, ganz klar, machen wir rot, rote Linie, fette Linie, das ist die 63,4, durchaus erreichbar hier, wenn wir raufgehen, oder aber der Support nach unten. Leute, ihr wisst die Ziele für heute, für oben und unten. Ich hoffe, wir brechen hier schön aus diesem Falling Wedge nach oben aus und ich hoffe, wir erreichen gleich mal ein neues Allzeithoch. Es ist durchaus möglich, dass wir hier schön nach oben ausbrechen. Eines möchte ich euch noch zeigen jetzt zum Schluss. Es ist ein bisschen länger heute, aber das muss ich euch zeigen. Das ist der Ichimoku. Schaut euch mal den Ichimoku im Tageschart an. Das habe ich euch schon letztens erklärt, was der ist, der Ichimoku. Und da konnten wir ganz schön mit der letzten Tageskerze nach oben die blaue Linie durchbrechen, den 9er Durchschnitt. Jetzt sind wir momentan, und Leute, das ist gut, Ichimoku hält. Blaue Linie geht jetzt ein bisschen runter, eh klar. Der Durchschnitt geht natürlich ein bisschen nach unten, aber schaut euch die jetzige Tageskerze an. Wir sind nach wie vor über dem Ichimoku, haben den sogar nochmal angetestet und das ist jetzt meiner Meinung nach gar nicht mal so bearish, das ist bullish. Ichimoku Retest und von hier schön, wie so schön gezeichnet, wie der Da Vinci bitte hier, dass wir jetzt nach oben weiter bouncen und ein neues Allzeithoch vielleicht sogar machen könnten. Vergesst nicht, Wochenende, vielleicht morgen der Sonntag ein bisschen blutiger, vielleicht geht es sogar ein bisschen nach unten, aber der Montag sollte uns vielleicht wieder bullisch weiter nach oben bringen. Also, Leute, das war mein Video für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht es gut. Bitte vergesst nicht den Daumen nach oben. Bitte vergesst nicht ein nettes Kommentar. Würde mich sehr, sehr freuen. Beantworte jedes Kommentar und ich wünsche euch einen schönen, schönen Tag. Bis morgen. Danke, euer BT, euer Bitcoin Trading Informant. Bye, bye. Activated.